Unser deutscher Leitindex, der DAX, hat Familienzuwachs bekommen. Seit seiner Einführung im Jahr 1988 beinhaltet der Index die größten in Deutschland ansässigen Unternehmen nach ihrer Marktkapitalisierung. Bislang hat er den durchschnittlichen Kursverlauf der 30 größten Aktiengesellschaften wiedergespiegelt. Seit dem 3. September 2021 sind 10 neue Unternehmen hinzugekommen und der DAX 30 ist nun der DAX 40. Was das für Unternehmen sind und welche Auswirkungen der Zuwachs für uns Investoren hat, das erfahrt ihr nach dem Intro. Was ist der DAX? Der DAX ist unser deutscher Leitindex. So ein Leitindex kann als Fieberthermometer der Gesamtwirtschaft eines Landes betrachtet werden. Steigen die Kurse des Indexes, so kannst du davon ausgehen, dass die Wirtschaft in dem Land wächst und sich positiv entwickelt. Sinkende Kurse sprechen hingegen für eine Korrektur oder ein zeitweises Abflachen der Wirtschaft. Von Zeit zu Zeit kommt es natürlich auch immer wieder zu größeren Wirtschaftskrisen, in deren Zuge die Kurse der Leitindizes einmal richtig einbrechen. In einem Leitindex sind immer die größten Unternehmen des Landes enthalten, da diese am besten dessen Wirtschaftsleistung repräsentieren können. Gemessen wird diese Unternehmensgröße nach der Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung gibt den Wert des Eigenkapitals einer Firma wieder. Sie berechnet sich, indem du die Anzahl der herausgegebenen Aktien des Unternehmens mit dem aktuellen Aktienkurs multiplizierst und ist dementsprechend abhängig von dem Angebot und der Nachfrage nach den Aktien dieser Firma. Diese Marktkapitalisierung schwankt also permanent in ihrer Höhe, was auch der Grund ist, warum nicht permanent dieselben Unternehmen in einem Index enthalten sind. Wenn die Kurse einer Aktiengesellschaft dauerhaft sinken, verliert das Unternehmen natürlich auch an Wert. Nehmen wir einmal an, Unternehmen A hat eine Marktkapitalisierung von 10 Milliarden Euro. Nun sinken dessen Kurse und die Marktkapitalisierung liegt nur noch bei 8 Milliarden Euro. Parallel steigt jedoch die Marktkapitalisierung von Unternehmen B auf 12 Milliarden Euro. Damit hat Unternehmen B Unternehmen A in dessen Wert überholt, was dazu führt, dass Unternehmen A automatisch aus dem Index herausfällt und Unternehmen B in diesen aufsteigt. Je nach Höhe ihrer Marktkapitalisierung haben die im Index enthaltenen Unternehmen verschieden viel Einfluss auf dessen Kursverlauf. Stärker kapitalisierte Unternehmen haben eine höhere Gewichtung und somit auch einen höheren Einfluss auf den Kurs des Indexes. So viel zur Theorie. Doch wer sind nun unsere Gewinner, die in den DAX aufgestiegen sind? Das wichtigste Unternehmen ist hier der Flugzeugbauer Airbus, der mit einer Marktkapitalisierung von 66 Milliarden Euro direkt mal auf den 5. Platz in den DAX aufsteigt. Danach folgt mit großem Abstand und einer Marktkapitalisierung von 17 Milliarden Euro der Online-Shop Zalando. Die weiteren 8 Unternehmen sind Symrise aus der Werkstoffbranche, Sartorius und Siemens Health im Gesundheitssektor, der Kochboxenversand HelloFresh, Brenntag, ein Industrieunternehmen, die Porsche Holding im Fahrzeugsektor, der Sportartikelhersteller Puma und schließlich das Biotech-Unternehmen Kiagen. Ganz knapp verpasst hat den Aufstieg in den DAX der Chemiekonzern Beiersdorf. Außerdem hat es einen Wechsel an der Spitze des Leitindex gegeben. SAP, unser größter deutscher Softwarekonzern, musste seinen ersten Platz nun an den Chemiekonzern Linde abgeben. Für uns Anleger ändert sich unterm Strich eigentlich nicht viel. Der DAX-Punktestand wird nicht angepasst und der Index notiert aktuell weiterhin bei knapp 16.000 Punkten. Genau genommen sind es zur aktuellen Minute 15.694 Punkte. Als ETF-Anleger kannst du dich darüber freuen, dass dein Investment nun automatisch ein bisschen breiter diversifiziert ist, musst aber nichts weiter tun. Doch warum wurde der DAX dann überhaupt aufgestockt? Tatsächlich wurde diese Entscheidung gleichermaßen von Anlegern wie Unternehmen und natürlich den Börsen selbst getroffen. Die ganze Aktion soll eigentlich in erster Linie ein Zeichen setzen. Es geht um das Signal Neuanfang und Aufschwung. Denn eigentlich läuft unser DAX den Performances anderer großer Leitindizes wie zum Beispiel dem amerikanischen S&P 500 seit vielen Jahren deutlich hinterher. Nach dem riesigen Betrugsfall des DAX-Konzern Wirecard möchte man diese Zeit nun hinter sich lassen und positiv und optimistisch in die Zukunft der deutschen Wirtschaft schauen. Im Zuge dessen gibt es außerdem ein paar neue Regeln für die Aufnahme in den DAX, was sich beispielsweise auf einen stabilen Umsatz, eine gute Unternehmensführung, eine Mindestliquidität und zügige Veröffentlichung der Geschäftsberichte bezieht. Ob dieser Optimismus in Zukunft auch gerechtfertigt ist und Deutschland seinen Ruf als innovativen und zukunftsorientierten Wirtschaftsstandort wiedererlangen kann, das wird sich sicherlich zeigen. Wie sieht es bei dir aus? Bist du eventuell mit ETFs in den DAX investiert
oder konzentrierst du dich eher auf ausländische oder Weltindizes? Schreib es uns doch gern in die Kommentare. Wir sind gespannt auf deine Meinung. Wenn du weiter spannende Neuigkeiten aus der Welt der Börse und dem Trading erhalten möchtest, dann abonniere doch gern unseren YouTube-Kanal. Wir freuen uns auf jeden Fall, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.